I've decided I'm not giving up. Cause you won't give up on me. You won't give up on me. Love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Echo in my soul. Soul in my soul. Welcome to Church Online. So glad you're tuning in today. My name is Jessica. I'm the Saddleback Kids Director here to Berlin Campus. I'm so excited to be here with you guys. If you're just now, dass ihr hier seid, dass ihr eingeschaltet habt, herzlich willkommen. Und falls ihr neu hier seid, solltet ihr wissen, dass wir drei verschiedene Sprachen anbieten. Oben rechts findet ihr einen Button mit so einem kleinen Fähnchen und dort könnt ihr die Sprache umschalten. Und endlos wie ein Fluss, Liebe Strom des Danke, Jesus, ich bin befreit, meine Retter für alle Zeit. Nie war ein ganzes Leben. Danke, Jesus, ich bin befreit, meine Retter für alle Zeit. Danke, meine Retter für alle in mein Herz, Gott.
Danke, Jesus, ich bin befreit, meine walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, but you have never failed me yet. Your promise still stands, great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hand. This is my confidence. You never failed me yet. And I know the night won't last, 'cause your word will come to pass. My heart will sing your praise again. My Jesus, you're still enough. Please keep me within your love. My heart will sing your praise again. Oh, your promise still stands, great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hand, this is my confidence. You've never, your promise still stands, great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hand, this is my confidence, you never failed me yet. Never failed me. No way, and
God, we just thank you for everything you've brought us through. We thank you for always being with us. We thank you for never failing us. Even when things happen in a way that we do not understand, God, we thank you that we are able to rely on your reputation, that we are able to rely on your character. We can rely on just who you've shown us to be. You're the God who does not fail us. You're the God who's constantly working everything out for our good. You're the God who turns those things that are supposed to crush us into moments where we just develop in a way we would never have developed otherwise. And we just thank you that we can rely on you in these times. We thank you for all you're doing in us. And we just trust you, God. We lean on you for strength as we go through life. Without you, we really would not make it. And so we just trust you, God. And we know that as we trust you, you would not fail us because that's not who you are. Thank you for always holding us up. And we just bless you. We bless you. Thank you for being with us now here. Thank you for every room that you've shown up in, and thank you for every heart that you're working in. We thank you for every battle that you're winning for everyone, and we just give you all the glory and praise. It's in your name we pray. Amen. Amen. If you're just now tuning in, welcome. Falls ihr jetzt gerade eingeschaltet habt, dann freue ich mich sehr. Mein Name ist Jessica. Ich bin hier für die Kinderarbeit zuständig bei Saddleback. Und danke an das Worship-Team, das Lobpreisteam für die gute Musikbegleitung. Und falls ihr wirklich neu seid und das allererste Mal hier seid, dann würden wir uns freuen, euch näher kennenlernen zu lernen. Und um das zu bewerkstelligen, könnt ihr oben auf den Button Kontakt oder Connect klicken. Da gibt es ein Kontaktformular und da könnt ihr dann eintragen, was euch interessiert, was ihr wissen wolltet über uns. Oder ihr schreibt einfach, ja, wir wollen Kontakt haben, wir suchen eine Kleingruppe oder wie auch immer. Das könnt ihr da alles reinschreiben. Und warum ich heute hier bin, liegt daran, dass unser Pastor leider gerade krank ist und zu Hause liegt. Und lieber Rob, wir senden dir viele Grüße von hier und wir hoffen, dass es dir bald wieder besser geht. Und in den nächsten 2 Wochen wird es Gastredner geben. Heute bin ich dran. Und weil ich schon mal hier bin, werde ich euch heute natürlich etwas über Saddleback Kids erzählen und über die Jugend, die hier neu entstehen soll. Und zuerst möchte ich euch auf einen Termin hinweisen, der in dieser Woche am Freitag stattfinden wird, um 18 Uhr. Liza Gent aus Kalifornien wird diesen Abend leiten, natürlich online. Und es werden auch einige bekannte Gesichter dabei sein, die wir hier schon kennen aus verschiedenen Panels oder Predigten. Menschen, die aus ihren
Lebenserfahrungen reden. Es geht um interkulturelles Elternsein. Also wenn Ehepaare aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Nationen kommen und dann auch noch die Herausforderung haben, Kinder zu erziehen, dann ist das also wirklich eine große, große Sache. Und da soll einfach dieser Abend helfen. Hallo Joshua, ich habe dich gerade im Post gesehen und ich will noch mal daran erinnern, dass wir hier gerade in Schöneberg sind und eure Chat-Nachrichten auch sehen. Hallo, hallo. Ja, und jetzt stelle ich die Kinderarbeit vor. Die mache ich zusammen mit Madita. Und Madita und ich, wir versuchen, Kinder mit Gott in Berührung zu bringen und ihren Glauben wachsen zu lassen, sie dabei zu unterstützen. Und wir beide haben diesen kleinen Jesus, den man da im Hintergrund sehen kann, in ganz groß in unseren Wohnungen zu stehen. Und diese Figur begleitet uns immer wieder, um den Kindern auch Jesus nahe zu bringen. Und vor dem Gottesdienst um 9.15 Uhr, vor dem Gottesdienst also, gibt es eine besondere Zoom-Konferenz, eine Zoom-Gemeinschaft, wo wir uns einfach mit den Kindern austauschen. Wie geht es ihnen zurzeit? Wie können wir ihnen Jesus näher bringen? Was interessiert sie? Wir haben da eine richtig gute Zeit vor dem Gottesdienst mit den Kindern. Und wir möchten die Kinder unterstützen, aber wir möchten aber auch die Familien im größeren Maßstab unterstützen und euch einfach Werkzeuge an die Hand geben, wie ihr in der Familie einfach wachsen könnt, wie ihr eure Gemeinschaft gestalten könnt. Und wir möchten euch, wir möchten als geistliche Unterstützer für euch dienen. Also ihr könnt uns da wirklich ansprechen, Madita und mich, Jessica. Und wir haben jetzt auch angefangen, eine Instagram-Webseite oder eine Instagram-Seite zu gestalten für Saddleback Kids. Dort könnt ihr euch auch verbinden mit uns. Ihr könnt aber auch persönlich mit uns in Kontakt treten, Gebetsunterstützung erbitten. Oder wir können uns auch treffen und Aktivitäten vielleicht in Parks durchführen. Und jetzt stelle ich euch noch eine andere richtig coole Sache vor, nämlich SYM, das heißt übersetzt oder in lang, Saddleback Jugenddienst, also eine Jugendgruppe. Rosi, Simon und ich werden eine Gruppe aufbauen, eine Jugendgruppe aufbauen. Und falls ihr Teil von dieser Gruppe werden wollt, ihr wisst es schon, ihr ratet es schon, klickt einfach auf den Kontakt-Button und lasst uns wissen, dass ihr interessiert seid, daran teilzunehmen. Und wir wollen im Sommer und auch im Mai schon verschiedene Events machen. Wir wollen uns treffen, wir wollen einfach geistlich auch zusammen wachsen. Meldet euch einfach, wenn ihr mitmachen wollt. Okay, also eine Menge cooler Sachen passieren demnächst. Aber wir wollen natürlich auch die heutige Predigt einleiten. Heute predigt wieder Pastor Rick, und er hatte vor einigen Jahren eine richtig schwere Zeit, aber auch in Berlin gab es einen richtig üblen Sturm, also richtig schlechtes Wetter. Das war wohl so um 2017 herum, und da konnten keine Autos fahren, die Busse konnten nicht mehr fahren, alles was überschwemmt, und die Leute konnten auf der Straße gar nicht mehr richtig laufen, weil so ein starker Wind war. Und genau, wenn ihr euch daran erinnert, das leitet in die Predigt von Pastor Rick heute. Und überlegt einfach, wie ihr aus so einem Sturm hineingeleitet werdet in eine bessere Zeit, in eine stärkere Zeit, wo ihr besser durch solche Stürme hindurchkommt.
wo könnt ihr diesem Wind auf einem starken Fundament auch überstehen und stehen bleiben? Ja, okay, bis gleich. Eine der stärksten Naturkräfte ist der Wind. Gott hat einmal eine Windshow für Elia gemacht. Schaut hier auf den Bildschirm. In 1. Könige 19, Vers 11 steht Folgendes. Da antwortete ihm der Herr: Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Dieser letzte Satz könnte eine Beschreibung für das letzte Jahr sein. Alles geriet ins Wanken und wurde weggerissen. Die Bibel verwendet den Wind als Metapher für viele verschiedene Dinge, sowohl für gute als auch für schlechte. Wir schauen uns einige dieser Metaphern an. Bevor ich nun vier biblische Prinzipien verrate, wie du dem Sturm in deinem Leben trotzen kannst, möchte ich dir kurz eine einfache Frage stellen. Die Frage lautet: Welche Art von Wind weht gerade in deinem Leben? Lasst uns mal darüber nachdenken. Welche Art von Wind weht gerade in deinem Leben? Ich habe hier einige aufgeschrieben. Ist es ein Wind der Veränderung? Gibt es Dinge, Veränderungen, die in dein Leben hineingeweht wurden? Ein Wind des Konflikts? Hast du mit Widerständen zu kämpfen? Körperlich, geistig, emotional, geistlich? Stehst du in einem Sturm der Versuchung? Gibt es einen Wind des Konflikts, der Probleme in dein Leben bringt? Gibt es einen Wind der Schwierigkeiten? Übrigens, diese Ausdrücke werden alle in der Bibel verwendet. Wind der Prüfung, Wind der Schwierigkeiten, Wind der Versuchung. Weißt du, was alle diese Dinge, die ich gerade erwähnt habe, gemeinsam haben? Sie sind nicht kontrollierbar. Den Wind kann man nicht kontrollieren. Das ist es, worüber wir heute sprechen. Dinge, die du in deinem Leben nicht kontrollieren kannst. Du kannst den Wind nicht kontrollieren. Das konntest du noch nie und wirst es niemals können. Es gibt Stürme in Beziehungen, Stürme in finanziellen Angelegenheiten, es gibt Stürme im geistlichen Leben, im praktischen Leben. Diese Dinge passieren in deinem Leben. Und worin gleichen sie sich? Veränderung, Widerstand, Konflikte, Prüfung, Versuchung. Du kannst sie nicht kontrollieren. Warum? Weil sie entweder mit anderen Menschen zu tun haben und du kannst andere nicht kontrollieren, oder mit den Lebensumständen und du kannst die Lebensumstände nicht kontrollieren. Ich möchte also, dass wir uns diese Woche auf unserer Reise vom guten Leben zum besseren Leben mit der Frage beschäftigen: Wie gehe ich mit den Dingen im Leben um, die unkontrollierbar sind? Das nenne ich Stürme in deinem Leben. Die rauen Winde, Winde, die Probleme verursachen, Schwierigkeiten, Widerstände, Erschöpfung bringen, die man nicht kontrollieren kann. Was also tun mit den Dingen in deinem Leben, die du nicht unter Kontrolle hast? Was erwartet Gott von dir, wie du mit diesen Dingen in deinem Leben, über die du absolut keine Kontrolle hast, umgehen sollst? Heute schauen wir uns an, was es mit den Dingen auf sich hat, über die du keine Kontrolle hast. Die Bibel verwendet das Wort standhalten. Du hältst den Stürmen des Lebens stand, dem Wind der Veränderung, dem Wind des Konflikts, dem Wind der Versuchung, der Prüfung, der Schwierigkeiten. All diesen verschiedenen Dingen hältst du stand. Wenn ich eine Krankheit nicht kontrollieren kann, eine andere Person nicht kontrollieren kann, wenn ich nicht kontrollieren kann, was in meinem Land vor sich geht, nicht kontrollieren kann, in welche Richtung sich die Gesellschaft entwickelt, nicht kontrollieren kann, wie mein Ehepartner handelt oder reagiert. Was soll ich dann tun? Die Bibel verwendet das Wort standhalten. Ich habe hier eine Definition. Schreib sie bitte auf. Du siehst sie auf dem Bildschirm. Standhalten bedeutet, unbeschädigt zerstörerische Kräfte überstehen. Okay, das ist extrem wichtig. Schreib's bitte auf. Standhalten bedeutet, unbeschädigt
zerstörerische Kräfte überstehen. In der ganzen Bibel wird dieses Wort für das verwendet, worüber du keine Kontrolle hast. Gott möchte, dass du den Pfeilen des Bösen und vielem anderen standhältst. In Epheser 6, Vers 13 steht: Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt. Kreist das Wort standhalten ein, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Wir schauen uns vier Abschnitte an, die über Sturm und den Umgang mit dem Sturm sprechen, über das Standhalten sprechen. Es gibt vier Schlüssel und ich werde vier weitere Prinzipien nennen, wie wir uns vom guten zum besseren Leben entwickeln können. Es hat mit den Problemen in deinem Leben zu tun, die du nicht kontrollieren kannst. Der erste Schlüssel, wie du zerstörerischen Stürmen in deinem Leben standhalten kannst. Erstens, bleibe mit deiner geistlichen Familie verbunden. Ich muss mit meiner geistlichen Familie verbunden bleiben. Gott hat nie gewollt, dass du in einem zerstörerischen Wind stehst, sei es Tod oder eine Krankheit, ein Umweg, eine Verzögerung oder eine Schwierigkeit. Gott wollte nie, dass du dem zerstörerischen Wind des Lebens allein standhalten musst. Das allererste, was Gott sagt, ist, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Egal ob verheiratet oder nicht. Was ich meine ist, dass du eine geistliche Familie brauchst. Du brauchst eine geistliche Familie, die dich unterstützt, damit du in den schweren Zeiten des Lebens in Kontakt bleiben kannst. Das ist einer der Hauptgründe, warum Jesus die Gemeinde gegründet hat, damit es eine unterstützende Familie gibt. Schauen wir uns einen Abschnitt dazu an, Epheser 4, die Verse 11 bis 14. Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Was ist dein Mitarbeitsbereich? Das ist dein Dienst. Gott hat dich in diese Welt gestellt, nicht um für dich selbst zu leben, sondern um mit deinem Leben Veränderung zu bewirken. Das nennt man Dienst. Dein Mitarbeitsbereich ist dein Dienst. Sie alle, also die Apostel, Propheten, Verkündiger, Hirten und Lehrer, sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder. Und das hier ist das Ziel, das Gott damit für dich im Sinn hat. Dann sind wir also nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Das heißt also, das Erste, was wir tun müssen, ist mit unserer geistlichen Familie verbunden zu bleiben. Diese Menschen in der Familie helfen uns, den wechselnden Meinungen und all den Täuschungen, die es da draußen gibt, standzuhalten. Den Menschen standzuhalten, die Lügen verbreiten, die wie die Wahrheit klingen. Diese geistliche Familie ist Gottes Werkzeug, um uns zum Besseren aufzubauen. Hier ist der zweite Schlüssel zum Standhalten. Schreibt es bitte auf. Zweitens, setze alles um, was du gelernt hast. Das ist das Zweite, das Gott uns sagt, um dem harten Wind des Lebens standzuhalten. Ich muss das Wort Gottes nicht nur hören. Du hast es schon gehört. Du hast es online gehört. Du bist wieder in den Gottesdienst gekommen, seit wir ihn öffnen durften. Aber mehr als das, setze es in die Praxis um. Höre nicht nur Gottes Wort, tue es, gehorche ihm, setze es um. Das ist es, was dir hilft, die Dinge auszuhalten, die du nicht kontrollieren kannst. Jesus sagt etwas dazu in einem sehr wichtigen Abschnitt in Matthäus 7. Es sind die letzten Worte seiner berühmten Bergpredigt. Matthäus 7, 24 und 25. Wer auf mich hört und danach handelt,
ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Preise das ein, danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der sein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln. Das ist dieses Wort. Die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen. Das ist mein Ziel für dich. Wenn die Stürme toben, fällst du nicht. Warum? Weil es auf Fels gebaut ist. Beachte diese drei Dinge. Passieren, wenn der Sturm kommt. Der Regen fällt, das greift das Dach des Lebens an. Das Wasser tritt über die Ufer, das greift das Fundament deines Lebens an. Und die Stürme wehen, das greift die Mauern deines Lebens an. Es attackiert dich von oben, von unten und von der Seite. Wie schafft man es durch diese rauen Stürme des Lebens, also das, was du nicht kontrollieren kannst? Eine Diagnose, die dich aus der Bahn wirft. Ein Kind mit einer unheilbaren Behinderung. Irgendwelche Umstände, Einschränkungen oder eine Behinderung, mit denen du dein ganzes Leben klarkommen musst. Oder wenn du alt wirst und sich Dinge in deinem Leben ändern. Was machst du dann mit dem, was du nicht kontrollieren kannst? Erstens, bleibe mit deiner geistlichen Familie verbunden. Zweitens, setze alles um, was du gelernt hast. Da steht, wenn du das tust, das Gehörte umsetzt, dann ist dein Haus auf Fels gebaut. Was ist der Fels? Der Fels ist dieses Buch. Es ist das Wort Gottes. Je mehr ich mein Leben auf diesen Felsen baue, desto stabiler werde ich sein. Die Stürme können mich angreifen. Ich kann einen Sohn durch Suizid verlieren. Ich kann eine Frau mit Brustkrebs haben. Ich kann selbst große gesundheitliche Probleme haben. Eine Erkrankung des Gehirns. Ich kann in der Kritik stehen. Ich kann alle diese Dinge erleben, die ich nicht kontrollieren kann. Aber sie können mich nicht vernichten. Warum? Weil ich das umsetze, was dieses Buch sagt. Im nächsten Vers, in Johannes 13, Vers 17, sagt Jesus, ihr wisst das alles. Und dieses Wissen ist der Weg zu eurem Glück. Hat er nicht wirklich gesagt, oder? Ihr wisst das alles. Nun, handelt auch danach. Kreis das ein. Segen kommt nicht durch das Wissen. In diesem Moment weißt du es. In diesem Moment lernst du. Ich zeige euch vier Wege, mit Dingen umzugehen, die wir nicht kontrollieren können. Vier Dinge. Alles Beispiele für den Wind im Leben. Du brauchst eine starke geistliche Familie, die dich unterstützt. Du brauchst als Fundament Gottes Wort, dem du vertrauen kannst, wenn alles andere ins Wanken gerät. Und wenn du nach diesen Dingen handelst, wirst du gesegnet sein. Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, das Gesetz, das uns frei macht, und befolgt, was es sagt, und nicht vergisst, was er gehört hat, der ist glücklich dran. Willst du glücklich sein und gesegnet werden? Dann beachte diese vier Dinge, die du tun musst, um gesegnet zu werden. Vier Dinge. Erstens, aufmerksam das Wort Gottes lesen. Das bedeutet, dass du es studierst. Du schaust es dir aufmerksam an. Du hörst nicht nur zu, du betrachtest es intensiv. Und das tust du immer wieder. Du machst es dir zur Gewohnheit. Dann erinnerst du dich an das, was du aufgeschrieben hast. Das heißt auch, dass du manchmal einen Vers auswendig lernen sollst. Und das tun wir dann auch. Du merkst dir einen Vers und dann setzt du ihn um. Das ist das Befolgen. Die sind gesegnet. Drittens, lenke deinen Blick auf Gottes Größe. Das ist der dritte Schlüssel, um dem Wind des Lebens standzuhalten. Wenn etwas in mein Leben kommt, das ich nicht kontrollieren kann, lenke ich meinen Blick auf die Größe Gottes. Ich lenke meinen Blick darauf, wie groß Gott ist. Wenn ich in einer Situation stecke, in der ich keine Kontrolle habe, muss ich mich daran erinnern, dass ich das vielleicht nicht unter Kontrolle habe, aber Gott hat es unter Kontrolle. Meinen Fokus auf Gott und seine Größe zu richten, das lässt sich mit einem Wort beschreiben. Man nennt es Anbetung. Immer, wenn du deinen Blick auf die Größe Gottes lenkst, betest du an.
Du betest an. Anbetung ist das Geheimnis, um standzuhalten. Anbetung ist das Geheimnis, um dem Unkontrollierbaren im Leben standzuhalten. Wenn ich sage, ich kann das nicht kontrollieren, ich kann nichts dagegen tun, muss ich meinen Blick umlenken auf die Größe Gottes und seine Kraft schauen und daran denken, ich kann es nicht kontrollieren, aber er hat alles unter Kontrolle. Ihr seht hier einen Satz auf dem Bildschirm, den ihr aufschreiben solltet. Wenn der Sturm des Lebens dir zusetzt, sage nicht Gott, wie groß der Sturm ist, sondern sage dem Sturm, wie groß Gott ist. Wenn der Sturm des Lebens mir zusetzt, das bedeutet, dass etwas komplett außer Kontrolle geraten ist. Ich kann einfach nichts dagegen tun. Mein Ehepartner hat eine Affäre. Ich kann nichts dagegen tun. Meine Kinder spielen verrückt. Ich bekomme eine schlimme Diagnose. Ich weiß nicht was. Wenn der Sturm mir zusetzt, sage nicht Gott, wie groß der Sturm ist, wie heftig der Wind mir um die Nase weht. Stattdessen sage ich dem Sturm, wie groß mein Gott ist. Ich lenke meinen Blick auf die Größe Gottes. Anbetung ist das Geheimnis des Standhaltens. Es gibt ein wunderschönes Beispiel dafür im Neuen Testament, in Matthäus 8. In dieser Geschichte ist Jesus mit seinen Jüngern in einem Boot auf dem See Genezareth und er schläft. Matthäus 8, Vers 24. Plötzlich. So kommen Stürme immer auf. Plötzlich. Sie warnen einen nicht im Voraus. Plötzlich, ohne jede Vorwarnung. Da kam ein schrecklicher Sturm auf und die gewaltigen Wellen schlugen ins Boot. Doch Jesus schlief. Schließlich weckten ihn die Jünger. Herr, rette uns. So haben sie es nicht gesagt. Herr, rette uns, riefen sie aufgeregt. Wir sinken. Doch Jesus antwortete, warum habt ihr Angst? Ist euer Glaube denn so klein? Und er stand auf und drohte dem Wind. Was ist der Wind? Die unkontrollierbaren Kräfte in deinem Leben. Und er stand auf und drohte dem Wind und den Wellen und augenblicklich war alles wieder ruhig. Was sich meiner Kontrolle entzieht, entzieht sich nicht Gottes Kontrolle. Die Jünger saßen voller Ehrfurcht und Bewunderung da und fragten sich, wer ist dieser Mann? Sogar Wind und Wellen gehorchen ihm. Diese Erfahrung lässt sie Jesus staunend bewundern. Sie haben keine Angst. Sie beten ihn an. Warum? Weil sie gerade seine Macht über die Natur gesehen haben. Und wenn Gott Macht über die Natur hat, dann hat er auch über alles andere Macht. Der Punkt ist doch, warum hatten sie Angst? Sie fürchteten, das Boot würde sinken. Glaubst du wirklich, dass das Boot sinkt, wenn Jesus drin ist? Wenn ihnen klar gewesen wäre, wer mit ihnen an Bord ist, glaubst du, sie hätten dann Angst gehabt? Sie hatten vergessen, wer mit ihnen im Boot saß. Wenn Jesus in deinem Boot sitzt, dann ist dein Boot unsinkbar. Dann sinkt es nicht. Wenn Jesus in deinem Boot ist, ist es unsinkbar. Wovor hast du dann Angst? Wenn ich anbete, wenn plötzlich negative Dinge in mein Leben kommen, Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, mein Gehalt kann ich nicht kontrollieren, es wird von jemand anderem festgelegt. Viele andere Dinge kann ich nicht kontrollieren, die mir Sorgen machen. Anbetung setzt deine Segel so, dass der Wind dich in die Richtung treibt, in die du willst, und nicht dorthin, wo du nicht hin willst. Lass den Wind dich zum Blick auf Gott treiben. Lass die Schmerzen, das Problem, den Stress dich näher zu Gott treiben. Wenn ich das tue, brauche ich keine Angst zu haben. Es ist eine Entscheidung. Will ich mir Sorgen machen oder will ich anbeten?
Lass die Anbetung die Segel setzen, sodass die negativen Dinge in deinem Leben dich in die Richtung treiben, in die du willst. Du kannst den Wind nicht kontrollieren, aber du kannst kontrollieren, wie du deine Segel setzt. Ein guter Segler weiß, dass du auch bei Gegenwind in die Richtung segeln kannst, in die du willst, wenn du die Segel richtig setzt. Es ist deine Einstellung, dein Vertrauen. Du kannst den Wind nicht kontrollieren, aber du kannst kontrollieren, wohin du segelst. Das geschieht, indem du dich für die Anbetung entscheidest. Es gibt noch einen Punkt, dem ich besonders viel Aufmerksamkeit widmen möchte, und zwar dem vierten Schlüssel zum Standhalten. Wie halte ich Dinge stand, die ich nicht ändern kann, die einfach da sind? Hier kommt Nummer 4. Dieser Punkt ist sehr wichtig. Erinnere dich daran, wie sehr Jesus dich liebt. Wenn ich eine Zeit durchmache, die mich zu Tode ängstigt, eine Zeit, die ich nicht mag und nicht will, wenn ich eine Zeit durchmache, über die ich keine Kontrolle habe, dann konzentriere ich mich nicht nur darauf, wie groß Gott ist, auf seine Macht, sondern auch auf seine Liebe. Ich erinnere mich daran, wie sehr Jesus mich liebt. In der Bibel gibt es noch ein weiteres Bootserlebnis, und dieses ist ganz anders als das von eben. Es lehrt uns, wie wichtig es ist, darauf zu schauen, wie sehr uns Jesus liebt. In Markus 6 steht ein anderes Bootserlebnis auf dem See Genezareth. Markus 6, Vers 47 und 48. Dort heißt es: Bei Einbruch der Nacht war Jesus immer noch allein an Land, und das Boot mit den Jüngern befand sich mitten auf dem See. Er ist also diesmal nicht mit im Boot. Jesus sah, dass sie große Mühe mit dem Rudern hatten, weil ein starker Gegenwind blies. Von Land aus konnte er sehen, dass sie in Schwierigkeiten waren. In den frühen Morgenstunden kam er über den See zu ihnen. Dies ist das berühmte Wunder vom Seewandel. Er sieht also, dass sie in Schwierigkeiten sind. Jesus hatte zu ihnen gesagt, sie sollten das Boot nehmen und nach Bethsaida fahren. Das ist eine Fahrt von 3 Stunden entlang der Küste des See Genezareth. Neun Stunden später sind sie vom Kurs abgekommen, mitten im See, und können nicht zurück an Land. Sie sind weit ab vom Kurs. Warum? Starker Wind. Statt 3 Stunden entlang der Küste sind sie nun 9 Stunden unterwegs und todmüde. Ich werde hier nicht näher darauf eingehen, aber in diesen Versen, die wir gerade gelesen haben, sehen wir die 6 häufigsten Gründe für Angst. Und alle 6 finden wir genau hier. Erstens, in der Nacht. Es ist dunkel. Ist es nicht so, dass Angst im Dunkeln immer schlimmer wird? Ist es nicht so, dass du dich dann mehr fürchtest, wenn du nicht sehen kannst, wo der Weg ist? Ich sehe keinen Weg aus dieser finanziellen Krise. Ich sehe keinen Weg aus dieser verfahrenen Situation. Ich sehe nicht, wie wir das schaffen sollen. Wenn du im Dunkeln bist und nicht gut sehen kannst, bekommst du Angst. Das zweite ist, sie befinden sich mitten im See. Was bedeutet das? Sie sind weit weg von der Sicherheit der Küste. Sie sind unsicher. Wenn du unsicher bist, wenn du dich unsicher fühlst und Sicherheit nicht in der Nähe ist, wenn du mitten im See bist, dann bekommst du Angst. Dann heißt es, dass sie in tiefem Wasser waren. Sie waren außerhalb ihrer Komfortzone, nicht in den seichten Gewässern des Lebens. Dies übersteigt ihre Kraft. Manche von euch sind genau jetzt in einer Situation, die eure Kraft übersteigt. Und das verunsichert euch. Es macht euch Angst. Es ist Nacht und sie sind mitten auf dem See in tiefem Wasser. Der vierte Grund, warum sie sich fürchten, ist, dass Jesus nicht im Boot ist. Sie haben das Gefühl, auf sich allein gestellt zu sein. Vielleicht geht es dir gerade jetzt so. Den Dingen, die vor mir liegen, stehe ich ganz allein gegenüber. Ich versuche, allein damit klarzukommen. Das tut mir leid.
Genau darum solltest du mit deiner geistlichen Familie darüber sprechen, damit Menschen mit dir und für dich beten, mit dir zusammenarbeiten, dich unterstützen. Darum brauchst du eine Kleingruppe, wenn du das Gefühl hast, ganz allein zu sein. Dann heißt es hier, dass sie Gegenwind hatten. Wir fürchten uns, wenn Gegenwind unser Fortkommen behindert. Sie hatten Gegenwind. Was bläst dir gerade entgegen? Welche unkontrollierbaren Umstände stehen gegen dich? Was macht dich ängstlich? Und dann heißt es, Jesus sah, dass sie große Mühe mit dem Rudern hatten, weil ein starker Gegenwind blies. Sie waren in Schwierigkeiten und weißt du was? Sie waren frustriert und müde. Wenn du frustriert und müde bist, dann steigt dein Angstlevel. Ich bin mir sicher, dass sich viele von euch in mindestens einem dieser Punkte wiederfinden können. Du bist im Dunkeln. Du bist unsicher. Du bist außerhalb deiner Komfortzone. Du fühlst dich auf dich allein gestellt. Gegenwind behindert dein Fortkommen, wenn du müde und frustriert bist. Du hast den ganzen Tag gerudert und kommst nicht vom Fleck. Sie waren 9 Stunden auf dem See für eine 3-Stunden-Fahrt. Das ist der Grund, warum wir Angst bekommen. Aber der Text, den ich gerade gelesen habe, gibt uns auch 3 Gründe, warum wir uns nicht fürchten müssen. 3 Gründe, warum wir uns nicht über die Dinge aufregen müssen, die wir nicht unter Kontrolle haben. Und zwar erstens, Jesus sah, dass sie große Mühe hatten. Der erste Grund, keine Angst zu haben, ist, dass Jesus deine Mühen sieht. Er sieht deine Kämpfe. Wusstest du, dass bei allem, was du durchmachst, es nichts gibt, das Jesus nicht bemerkt? Er weiß, was du durchmachst. Er achtet auf deine Kämpfe. Und genauso wie er sah, dass seine Jünger große Mühen hatten und nicht an Land kommen konnten, sich nicht in Sicherheit bringen konnten und sich abmühten, genauso sieht er auch deine Anstrengungen. Und was geschieht hier? Die Jünger sind sich nicht bewusst, dass Jesus ihre Schwierigkeiten bemerkt. Und deshalb haben sie Angst. Wenn du dir dessen nicht bewusst bist, bekommst du Angst. Wenn du vergisst, dass Gott jedes deiner Probleme aufmerksam verfolgt, verhältst du dich, als wärst du ganz alleine. Du bist nicht allein. Du bekommst Angst, wenn du dir nicht bewusst bist, dass Jesus aufpasst. Vergiss nie, dass Jesus kein Detail deines Lebens entgeht. Das nimmt dir die Angst. In Hiob 31, Vers 4 steht, er sieht doch all mein Tun, er kennt jeden Schritt. Darum sollte ich mich in den unkontrollierbaren Situationen und den Stürmen des Lebens nicht fürchten, weil Jesus es sieht. Er passt auf. Er ist nicht ahnungslos. Zweitens, er passt nicht nur auf, sondern es kümmert ihn. Das ist das Zweite. Unsere Erschöpfung und unsere Frustration kümmern Jesus. Er sieht seine Jünger. Sie ruderten 9 Stunden. Sie kommen nicht vorwärts und sie sind müde. So wie du müde bist, nach allem, was im letzten Jahr passiert ist. Jesus ist nicht ahnungslos. Es kümmert ihn. Es ist ihm nicht gleichgültig. Er sah, dass sie große Mühe mit dem Rudern hatten. Aber da ist noch etwas. Er passt nicht nur auf und es kümmert ihn. Er tut auch etwas dagegen. Das Dritte, was wir sehen, ist, dass Jesus im Moment meiner Verzweiflung kommt. Jesus kommt zu mir, wenn ich verzweifelt bin. Diese Geschichte wird im Matthäus-Evangelium, bei Markus und in noch einem weiteren Evangelium erzählt. Sie steht in 3 verschiedenen Evangelien. In Markus Kapitel 6 heißt es, in den frühen Morgenstunden kam er über den See zu ihnen.
Sie waren mitten im See und er ging übers Wasser zu ihnen. Das ist das berühmte Übers Wasser gehen. In anderen Übersetzungen heißt es um die vierte Nachtwache. Weißt du, welche Zeit das ist? Zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Das ist die vierte Nachtwache. Zur dunkelsten Zeit, zur einsamsten Zeit. Sie waren erschöpft. Sie haben, wie gesagt, 9 Stunden gegen den Sturm gekämpft. Sie kommen nicht vorwärts. Der Sturm hat sie vom Kurs abgetrieben. Viele haben das Gefühl, dass Corona und all die anderen Stürme, über die wir gesprochen haben, sie vom Kurs abgetrieben haben. Was tut Jesus, wenn du verzweifelt bist? Er kommt zu dir. Jesus blieb nicht am Ufer stehen und rief Anweisungen. Er stand nicht am Ufer und sagte ihnen, was sie tun sollen. Er geht hinaus zu den Menschen, die ihm wichtig sind. Er kommt zu dir, wenn du verzweifelt bist. Er geht dahin, wo du bist, und er greift ein. Freunde, das ist das Evangelium. Ein Gott, der eingreift. Ein Gott, der Mensch wird. Ein Gott, der auf die Erde kommt. Ein Gott, der einer von uns wird, der unsere Probleme auf sich nimmt und am Kreuz für unsere Sünden stirbt. Er hat nicht vom Himmel herab neue Anweisungen gerufen. Er kommt und sagt, ich löse das Problem, das du nicht lösen kannst. Er kommt zu dir hinaus. Ich weiß nicht, was du gerade durchmachst, aber ich sage dir, du fühlst dich vielleicht alleingelassen, aber du bist nicht allein. Das bist du nicht. Gott ist bei dir. Gott ist bei dir. Du musst deine Augen öffnen und sehen, wie Jesus übers Wasser geht und zu dir kommt, im Moment der Verzweiflung, zwischen 3 und 6 Uhr morgens, zur vierten Nachtwache, in den dunkelsten Stunden der Nacht. Das ist Jesu Verheißung aus Johannes 14, hier auf der Leinwand, Johannes 14, Vers 18. Nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Was verstehst du daran nicht? Ich lasse dich nicht zurück. Nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Wirst du ihn heute zu dir kommen lassen? Mitten in deinem Problem? Wirst du aufhören zu rudern und alles aus eigener Kraft zu versuchen und Jesus zu dir kommen lassen? Wie kommt Jesus eigentlich zu dir, wenn du vom Wind gebeutelt wirst, wenn unkontrollierbare Umstände dich hin und her werfen? Wie kommt er zu dir bei Wind und Wellen? Ich sage es dir, er geht über genau das Problem, vor dem du dich fürchtest. Er geht über die Wellen, von denen die Jünger fürchten, dass sie ins Boot schwappen und das Schiff zum Sinken bringen. Er geht übers Wasser. Petrus schaut hinaus und sieht, dass es Jesus ist. Da rief Petrus zu ihm, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser, Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Gerade hattest du noch etwas Glauben. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Da beteten ihn die Jünger an. Du bist wirklich der Sohn Gottes, riefen sie. Jesus streckte Petrus die Hand entgegen und sagte, du hast nicht viel Glauben. Er sagte nicht, du hast keinen Glauben. Die Jungs auf dem Boot waren diejenigen ohne Glauben. Petrus hatte ein bisschen Glauben. Er hat nur etwas davon verloren.
Aber als Jesus ins Boot kam, da hörte der Sturm auf. Denn in dem Moment war dieses Boot das einzige unsinkbare Schiff der Welt, weil Jesus darauf war. Johannes 6, Vers 21. Sie beeilten sich, ihn ins Boot zu holen. Und schon war das Boot am Ufer angekommen. Verstehst du? Sobald Jesus im Boot war, konnten sie ihr Ziel erreichen, das sie so lange zu erreichen versucht hatten. Manche von euch versuchen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, aber ihr versucht es aus eigener Kraft. Ihr rudert mit eigener Kraft. Ihr rudert gegen unkontrollierbaren Gegenwind. Und ihr könnt gegen den unkontrollierbaren Wind nicht gewinnen. Nimm Jesus in dein Boot und schau auf seine Größe. Erinnere dich, wie sehr er dich liebt. Und wisse, dass es ihn kümmert und dass er in deiner größten Not zu dir kommt. Sie konnten ihr Ziel erreichen. Das ist mein Ziel für dich in 2021. Als dein Pastor, der dich lieb hat, als dein Freund, dein geistlicher Coach, möchte ich, dass du 2021 dein Ziel erreichst. Aber du brauchst diese vier Dinge, über die wir heute gesprochen haben. Zum Schluss möchte ich Folgendes erwähnen. Manchmal schickt Gott selbst die Stürme. Sie kommen nicht vom Satan. Manchmal schickt Gott selbst den Wind, um dir zu helfen, zu wachsen. Widerstand und Probleme können tatsächlich ein Segen für dich sein, wenn du es zulässt, dass sie deinen Charakter stärken. Du wirst stärker durch Widerstände. Du wirst stärker durch Schwierigkeiten. Widerstände können hilfreich sein, wenn du richtig darauf reagierst. Ein Drachen steigt gegen den Wind. Ein Drachen fliegt nicht mit dem Wind, sondern gegen den Wind. Und je stärker der Wind ist, desto höher kann sogar der Drachen fliegen. In meinem Leben habe ich festgestellt, dass ich umso höher fliege, je stärker der Widerstand ist. Drachen steigen mit dem Wind. Sie benutzen den Wind. Sie benutzen den Widerstand, um höher zu steigen. Ich möchte, dass die Saddleback Church dafür bekannt ist. Ich möchte, dass ihr dafür bekannt seid. Der letzte Vers, Psalm 104, Vers 4. Die Winde hast du zu deinen Boten gemacht. Hallo? Was versucht Gott dir durch deine unkontrollierbaren Umstände zu sagen? Die Winde hast du zu deinen Boten gemacht. Welche Nachricht möchte er dir zukommen lassen? Was versucht er dir zu sagen? Er versucht dir zu sagen, bleib in Verbindung mit deiner geistlichen Familie. Er versucht dir zu sagen, setze alles in diesem Buch um. Höre es nicht nur. Du wirst nur gesegnet, wenn du es tust. Er versucht dir zu sagen, schau auf meine Größe und denk daran, dass ich nie aufhören werde, dich zu lieben. Und ich kümmere mich und ich sehe und achte auf alles in deinem Leben. Und in der Stunde der Verzweiflung werde ich kommen. Vertrau mir nur. Und wenn du mich in dein Boot lässt, kann es unmöglich sinken. Wir wollen beten. Jesus Christus, danke für dein Wort, das praktisch und relevant ist. Danke, dass du uns eine Gemeindefamilie geschenkt hast, die wir gemeinsam aufbauen, um zur vollen Reife zu gelangen, sodass wir alle im Denken erwachsen werden. Dann werden wir keine geistlichen Babys mehr sein, die von jedem Wind hin und her geworfen werden. Herr, es gibt so viele Strömungen in unserer heutigen Gesellschaft, die einfach falsch sind. Sie sind falsch. Es sind Lügen, es sind Halbwahrheiten. Und sie werden von verführerischen Menschen geleitet, die uns in die Irre führen wollen. Sie lassen sie wie die Wahrheit klingen.
Hilf uns, in dein Wort zu sehen, im Bewusstsein, dass es uns immer den rechten Weg weisen wird. Bete doch einfach mit mir. Sag, Jesus Christus, du kennst die Winde meines Lebens. Du kennst die unkontrollierbaren Umstände, die mir Angst machen, die mich frustrieren und ermüden. Hilf mir, diese vier Dinge, die du uns gelehrt hast, zu tun, mit unserer geistlichen Familie in Verbindung zu bleiben. Hilf mir, das Gehörte umzusetzen. Hilf mir, auf deine Größe zu schauen. Und dir nicht nur von meinem großen Problem zu erzählen, sondern dem Problem zu sagen, wie groß du bist. Hilf mir, mich daran zu erinnern, dass du mich nie alleine lassen wirst. Und danke, dass du in meiner tiefsten Not übers Wasser kommst, über das Ding, das mich am meisten ängstigt. Wenn du Jesus Christus noch nie in dein Boot eingeladen hast, dann sprich, Jesus Christus, komm heute in mein Boot. Sei in meinem Herzen, sei in meinem Leben. Sei mein Herr und sei mein Retter. Ich bete in deinem Namen. Amen. Was für eine wirklich wichtige Botschaft von Pastor Rick. Heute ist vielleicht der Tag, an dem du Jesus darum bittest, dass er dir hilft gegen die Winde in deinem Leben, deine Stürme in deinem Leben. Und falls du dieses Gebet eben mitgebetet hast, dann freuen wir uns für dich und wir würden dich gerne begleiten, den nächsten Schritt zu gehen. Und du kannst es gerne tun, indem du oben den Kontaktbutton klickst. Und eine andere Sache, die wir tun können, um Jesus anzubeten, das ist möglich, indem wir miteinander reden, den Chat-Button klicken und uns darüber austauschen. Und ich bin so dankbar für meine Kleingruppe, für meine geistliche Umgebung. Und auch wenn wir nicht wirklich persönlich zusammen sein können, so können wir doch online mit dieser Kleingruppe zusammen sein und uns wirklich austauschen und trotzdem auch diese Nähe erleben. Falls ihr euch für Kleingruppen interessiert, dann könnt ihr auch gerne Teil einer Kleingruppe werden und ihr hättet es kaum gedacht, das geht auch über den Kontaktbutton oben rechts. Und ich freue mich so sehr, dass ich mit euch hier zusammen sein kann, online. Und ich würde mich freuen, euch in der nächsten Woche wiederzusehen. Und falls ihr wissen wollt, wer das nächste Mal moderiert und das nächste Mal predigt, dann schaltet einfach wieder ein in der nächsten Woche. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. My God will never fail. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord.
There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant, 'cause I know how the story ends. Yes, I know how the story ends. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Belongs to you, Lord. Oh. You, God, you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Oh, you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. Turn it for good. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, you take what the enemy meant for evil, and you turn. Turn it for good. You turn it.